Moin, ist der Bitter, euer Stuckateur. Ich mache hier mein Fenster neu. Was heißt mein Fenster neu? Fensterbauer haben das Fenster gemacht und ich habe das so eingebaut. Aber es geht gar nicht um das Fenster, es geht um diese Steckdose. Da erzähle ich euch ein bisschen was von. Ja, viel Spaß bei dem Video, viel Spaß beim Gucken, ja? Ey, der gleiche Kölsche Slang, ey. Ich muss Hochdeutsch sprechen, ja? Weißt du warum? YouTube kriegt da den Untertitel. Krini da die Röwe hier gerade auf Hochdeutsch. Da amüsiere ich mich immer, wenn ich das lese. Herrlich, ist er nicht geil. Viel Spaß bei dem Video. Abonnieren und liken nicht vergessen. Frisur darf auch nicht die Frise. Wo Haar wächst, nee, wo Hirn wächst, muss Haar weichen. So, viele begleiten mich bei meinem Objekt. Draußen bin ich ja dran, ne, ist jetzt alles in einem, draußen und drinnen, in der Küche und oben im Kinderzimmer bei meinem Sohn haben wir ein neues Fenster bekommen. Ja? Und draußen muss ich die ganze Fassade machen, dementsprechend habe ich auch die Fenster eingebaut. Ja? Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen faul. Guck mal hier, ich hätte die Laibungen abschlagen können, habe ich aber nicht. Mache ich nicht, warum? Habe ich keinen Bock drauf, weil es bleibt sowieso drauf. Da habe ich die Fenster minimalistisch ein bisschen kleiner bestellt, die sowieso bündig nach draußen gebaut, damit ich mit der Dämmung später dagegen gehen kann. Ja, zeige ich euch mal in dem nächsten Take. Muss ich mal so kurz auf Stopp oder Pause drücken und dann zeige ich euch das nachher gleich ganz kurz mal. Was mache ich jetzt? Ich spiele ein bisschen Elektriker. Ich arbeite für den Elektriker vor. Hab da oben drüber war es war nur eine Steckdose in dem Bereich. Und darüber kommt jetzt der Schalter mit zwei Wippen für die elektrische Jalousien. Dieser Tipp hat mir mein Elektriker gegeben, mein privater Elektriker. Das ist wirklich ein super Tipp. Jeder, der ein Haus baut, der umbaut oder ein Haus kauft und saniert, sage ich jetzt mal, einen Schalter mindestens an die Fenster, wenn nicht vorgesehen, wenn noch keine elektrischen Jalousien da sind. Die Elektrodose ist Gold wert, ja? Also, auf der Fensterbank lagen Handys, die geladen werden mussten, Tablets oder ein Radio, was auch immer, irgendeine Leuchte, ja, ob das jetzt Kinderzimmer oder Küche ist oder was weiß ich für ein Zimmer, ist diese Steckdose da wirklich Gold wert. Nummer eins. Und Weihnachtsbeleuchtung, hat er zu mir gesagt. Wir kennen doch die Weiber, ja? Die Weiber immer. Ach, wie mache ich denn da Beleuchtung? Dann drei Verlängerungskabel irgendwie dahin. Und dann wollen die da Beleuchtung haben. Weißt du, immer irgendwann mit Beleuchtung. Die Weiber. Weißt du, was ich meine? Legt euch da eine Stromdose hin. Falls ihr sogar unter der Fensterbank was mit Beleuchtung machen wollt, habt ein kleines Kabel dann irgendwann später darunter. Mega geiler Tipp vom Elektriker. Ja? So ein Elektriker macht so einiges möglich. Ne? So. Was noch? Jetzt hatte ich damals keine elektrischen Jalousien, Rollladen, ne? Alles noch per Hand, alles gut, kein Problem. Und jetzt habe ich neue Fenster mit Elektro. Jetzt bin ich so froh, dass ich die Kacke da gemacht habe, weil wo holst du den Strom her, ne? Ich stell dir mal vor, du hast da unten eine Steckdose. Dann musst du das alles aufstemmen, dann musst du alles aufstemmen, ja? Da musst du alles aufstellen, der ganze Dreck beiputzen, neu streichen. Ja, wir haben ja sowieso vor, hier neu zu streichen. Ne? Aber nur mal so als Tipp, die eine Dose da, was die an Zeit, vielleicht sogar Geld spart und nachher deinen Ideen grenzenlose Freiheit lässt. Also, Steckdose am Fenster, Pflicht für später, Wippe einbauen, ne, für Jalousienkasten. Fensterbeleuchtung, Handy laden oder was auch immer. Ja. Aber klemmen tut der Elektriker. Kann ich nicht. Oder da lasse ich die Finger von, da habe ich echt Respekt vor dieser Arbeit. So, meine Tochter fragt mich gerade, was mache ich hier? Ne? Was ich sage, mache ich Blödsinn. Fand die lustig? Ich gerade oben am Spielen, am Unterkante. Ziemlich neugierig. Jetzt bist du auf der Kamera. Willst du den Leuten mal was sagen?
Ne? So zum Beispiel, hallo, wie geht's euch? Ich hoffe, oder sag mal, ich hoffe, es geht euch gut. Kannst du das mal sagen? Das wäre super, da würden sie sich drüber freuen. Ich hoffe, es geht euch gut. Aber in die Kamera. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, das ist meine Fabienne. 6 Jahre alt, das Mädchen, ne? Richtig groß. Und ich hab die richtig doll lieb. Ne? Hast mich auch lieb? Immer? Ja. Auch wenn ich manchmal streng bin mit dir? Vielleicht. Ja, alles gut, ne? So, und dann kriegen wir nämlich hier eine schöne Steckdose, mein Schatz. Das mache ich hier, ja? Kommt der Elektriker, der Clerk, dann hilft er uns. Und weil das kann der Papa nicht. Der Papa kann ja schon viel, das weißt du ja, ne? Papa, ja. Du siehst nicht bloß gemeint, du siehst aus wie ein Schwein. Ich sehe aus wie ein Schwein, ne? Ja, ich habe die Hände dreckig, ne? Ja, das stimmt. Aber ja, dafür haben wir ja eine Dusche da, ne? Ja. So, sag mal, tschüss, schönes Wochenende. Tschüss. Und schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Okay. Ganz wichtiger Hinweis, wirklich ganz wichtig, extrem wichtig. Hier vorher die Sicherung raus. Immer wenn irgendwas mit Elektrik zu tun hat, wie gesagt, ich ziehe die ja nur nach vorne, baue da was Neues ein, das traue ich mir persönlich zu, aber die Sicherung rausmachen. Wirklich, weil wenn man nämlich da irgendwo einen blanken Draht erwischt, ne? Ich kann jeder so gut tun, ja? Also ganz wichtig, Sicherung raus und wer sich wirklich das nicht sich nicht zutraut, weil ich habe jetzt nur die Dose hier oben gesetzt, ne? Und das ist ja auch nasser Putz und wenn da nasser Putz, dann kommst du mit dem Finger dran. Also irgendwie ganz vorsichtig bitte, Sicherung raus und wenn ihr dann fertig seid, ist da nichts passiert. Aber noch besser, holt euch einen Elektriker, wenn ihr keine Ahnung habt. Ganz wichtig, Sicherung raus. Ich mach's nur raus und danach tue ich wieder rein. Ich werde ja nichts klemmen. Das bleibt ja noch so. Das macht der Elektriker. Ganz gefährlich, ganz sicher. Deswegen hat man noch ein Bedürfnis, das zu sagen. Sicherung raus. So, wie mache ich das jetzt an meinen Fenstern, die ich tiefer eingebaut habe? Jetzt mache ich da den Trockenbau. Aber was ich gerne noch zeigen möchte, ist zum Beispiel, wenn ich das Fenster aufmache, ne? Guck mal hier, wie weit das jetzt in den Raum reingeht. Ne? Das war auch ein Grund, warum wir uns für ja, doppelflügeliges Fenster entschieden haben, weil wir hatten einfach nur ein großes. Das war sogar hier, also etwas mehr davor eingebaut. Und wenn du ein Fenster aufgemacht hast, musst du quasi die ganze Küche abräumen. Ne? So, da vorne steht schon der Trockenbau. Ich klebe erst das lange da drunter, da oben. Und dann natürlich die Seiten. Und in der Mitte benutze ich noch ein Stück Trockenbau und dann stütze ich das ab. Die alte Platte, die habe ich kurz entfernt, kürzer geschnitten und wieder dran gemacht und nach hinten geschoben. Das passt hier von der Tiefe, damit hier vorher, guck mal hier vorher, konnte, war die Fensterbank früher war bis vorne hin, wegen der Wärme, wegen der Luftzirkulation. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück, dann kann halt die Wärme besser raus. Aber ich nutze die Platte noch als Unterstützung und mir fehlt ja hier noch was. Hier, ne, da war vor bis da, jetzt ist es hier. Ja, und jetzt mache ich, jetzt habe ich Ansetzgips angemacht, dann klebe ich einfach drauf. Und da habe ich hier vorher, das war zwar ausgeschäumt, aber das bringt nichts, weil das Fenster ist bündig, also sagen wir mal, das ist fast draußen, das Fenster. Das hängt draußen mit Winkeln befestigt, das kann ich euch gerne mal zeigen. So, ich bin jetzt draußen, wie gesagt, das ist hier mit Winkeln befestigt und das ist der Schaum, das ist hier ist nichts auf der Ecke. Ne? Das mache ich später alles noch dicht, damit halt drinnen luftdicht ist und gehe bis hier dran. Baue da ein Kompriband später ein, Dämmung bis hier gegen, weil ich wollte einfach nicht, ja, keine Leibung haben. Ich will einfach nur die Fläche dagegen arbeiten und das ist für mich persönlich, finde ich das schöner. Ja, eine kleine Fensterbank kommt da dran, so 5 cm mehr ist das nicht. Und den Rollladenkasten tauschen die noch aus, der ist aus Versehen eckig gekommen, runter haben wir bestellt. Seht alles später. So, jetzt klebe ich die Platten, das Material ist angemacht. Meine Frau filmt mich zwischendurch. Das ist ja eben in Kösch, mein Aufnahmestudio, ne? ja, was kann man jetzt sagen? Das sind die Fliesen damals draußen gewesen. Die sind sauber. Hält da der Ansatzgips, Ansetzgips. Ja, ich würde sagen, für mich reicht das, wenn der hier in den Fugen hält. Das überträgt alles, ja? Der Hohlraum hier, ne, der ist auch hier vorne, man kann das sehen hier, ne, da lege ich einfach ein, zwei Platten später rein und dann ist es gut. Oder ich schäume das aus, wenn die Platte bis hier hingeht und der Hohlraum ist da, dann schäume ich das aus. Das ist aber nicht so wichtig. Ich zeige nur, wie ich die Platten
schön dran setze, klebe. Ich achte einfach darauf, dass die in der Waage sind und im Winkel vom Fenster. Und das war's eigentlich. Ich habe die Ein-Mann-Platte, 60x2 Meter, habe die dann gekürzt und dann ist dieser Rest übrig geblieben, habe ich dann genommen zum Unterstützen. Eben ist mir fast was runtergefallen, aber ist ja Arbeit, kann passieren. Meine Frau hat mir geholfen. Und ja, genau, dieses Stück wäre auch noch da gewesen. Das heißt, ich habe ja erst das so ausgemessen, dass ich die tiefer mache, die Platten. Das heißt, ich wusste, aha, ich habe mir das vorher ausgemessen, 15 mm, weil eine Platte ist ja 12,5 mm, ungefähr 15 mm Luft. Man hätte auch, das war ein bisschen zu spack, ich hätte auch 20 mm Luft lassen können oder 17,5 für mehr Kleber. Wollte ich aber nicht, deswegen war das alles ein bisschen zu spack, ist egal. Ich habe erst die Decke geklebt, habt ihr gesehen, dieses Ding zum Stützen nur, oder einer hätte, wer jetzt dabei gewesen, hätte mir geholfen, hält fest. Dann habe ich diese Platte rein, die andere Platte rein, und dran gebaut. Ne? Vorher ausgemessen, dass die bis hierhin geht und fertig. Dann habe ich die ausgerichtet. Ja? Dann schaut man erstmal hier in der Bereich im Winkel oder hier oben wo, oder nimmt, geh wieder zurück, Frau. Ja, die muss ja noch lernen, und Kameraassistentin. Ich gucke gerade böse, aber ist mir ja. Ne? Also, hier im Winkel hält man Winkel dran. Ich benutze den Gletschsporn. Deswegen habe ich da mal drauf gezeigt, das ist ein Winkel. Halte ich den dran, zack. So, wenn er hier unten im Winkel ist, gehe ich mit der Wasserwaage nach oben, auf beiden Seiten, auf beiden Köpfen, ja? Und genau, mache ich auf der anderen Seite auch. Dann gehe ich hier mal hoch, gucke ich nach, zack, dann ist er hier im Winkel, dann gehe ich nach oben, zack, dann müsste das theoretisch auch im Winkel sein. Eine Wasserwaage hat aber minimalistische Unterschiede, dann einfach mit dem Winkel nochmal hier oben nachgucken, ob das auch alles gleich ist. Wie gesagt, 1-2 mm ist kein Baumaß, ne? So, was kann man jetzt, ja, und dann hat man das dementsprechend gerade geklebt. Hier habe ich drauf geachtet, dass das in der Waage ist, das kann man immer noch, wenn man jetzt merkt mit der Wasserwaage, hier stimmt was nicht, unten zu tief oder zu hoch, dann könnte man da noch ein kleines Keilchen reinlegen, das höher setzen, oder der hätte jetzt hier ein Bauch, dann könnte man den noch etwas mehr nach vorne kippen, den hochdrücken, oder man hätte ein Loch, ein bisschen schwächer machen und, und. Ne, dann nimmt man alle Gegebenheiten mit, die man hat, oder den Fensterrahmen, man hat sich so ein kleines Keilchen oder Klötzchen
zack, da reinklemmen und dann bringt man sich das so langsam in Waage, in Lot und in Richtung. Wie gesagt, der Hohlraum hier ist jetzt diese Situation, die ist nicht immer überall so, aber diese Situation, ich glaube, ich schäume sie aus oder ich nehme noch den Rest Mörtel und fülle den damit aus. Fertig. So, und wenn das dann alles angezogen ist, kommt der Eckschoner drauf, dann lege ich hier das Glasfaserband ein in dem Bereich, weil ich hatte schon mal eine Situation, da ist das gerissen, das sieht dann nicht so schön aus, ne, wenn das dann wieder reißt. Ne? Und ja, dann passt das Ganze. Ihr seht auch hier, ich bin hier ausgekommen, das habe ich mir so ausgemessen, den möchte ich später fließen, weil die Fensterbänke sind noch heutzutage 2022 Mai haben wir, ich wollte Fensterbänke haben, wollten sie für eine Granitbank, Nero Assoluto, ich glaube 250, 280 Euro für eine Fensterbank. Ich habe zwei Fensterbänke zu machen. 500 Euro für zwei Fensterbänke, mich ja bescheuert. Also einen Esel haben wir auch noch nicht im Keller, ne Schatz? Leider nein, ne? Also, so bin ich das ganze Vorgang, um Fensterleibungen mit Trockenbau zu verkleiden. Ne? Und ja, jetzt zeige ich einfach noch, wie gesagt, ich habe noch das Material, zeige ich noch, wie ich das Ganze reinschmiere. Spät am Abend habe ich mir gedacht, ich schmiere das oben und unten mit dem Restmaterial, den ich noch hatte, schmiere ich oben was dran und unten. Dieser kleine Hohlraum, der entsteht, interessiert mich nicht. Ja? Es gibt Trockenbauwände, die sind hohl, mich stört es nicht, hat keinen Nachteil und Feierabend. Ich habe mir die Teile noch übrig gehabt. Hier sind 5 cm Platz. Ich habe sie 4,5 geschnitten, damit ich Luft habe, das reinzukleben und fertig. Und dann mache ich das einfach so. Fertig. Klemme ich den so da rein. Kommt ja sowieso ein Eckschoner drauf und dann passt das Ganze. Ne? So. Kürzen. Ich glaube, ich muss mir mal so vom Dirk Hohbein so einen Hobel kaufen. So ein Sofa-Hobel oder wie das Ding heißt. Dann kann ich den hier demnächst schneiden. Und dann passt der. Ich nehme jetzt mal einen anderen. Vielleicht passt der. So, zu groß. Toll. Ich habe mich gerade voll abgefuckt. Ich habe gemessen, ich habe mich vermessen, sowas passiert. Alles nicht so schlimm, jetzt muss ich aber mal schneiden. Ist ja alles voller Dreck, ja. Aber das Gute ist ja, meine Frau hat gesagt, sie macht alles sauber. Ich liebe sie. Also, wie gesagt, dann packt er hier oben ein bisschen, packt er unten, packt, also das fällt hier nicht runter, das Zeug, ne. So, und dann renn damit. Hoppala, langsam. Oh, jawohl, 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 jawohl. Oh, geil. Geil, geil, geil. Super. Haben wir Platz für den Eckschoner. Das kleine bisschen fülle ich mit Mörtel auf. Da schneide ich keine Platte. Aber hier schneide ich eine Platte. Ist ja logisch, ne? Was haben wir denn da? So, ich mache direkt ein bisschen dünner. Volle Spargelschäfer, ey. So. Habe ich das hier gut geschnitten hier? Kotzt mich an, wenn nicht. Kotzt mich jetzt wieder an. Meine Frau lacht. Noch.
so ist das halt. Beep, 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 beep. Nur hier. Spargelschäler. So, wunderbar. Also, ist dazu und dann beim nächsten Mal werde ich hier den Eckschoner setzen. Aber den Eckschoner setzen brauche ich euch, glaube ich, nicht zu zeigen. Oder ich kann euch das Fertige, doch, meine Frau sagt, doch, ich soll das komplett zeigen. Alles klar. Wie gesagt, ich habe mich auch mal vermessen, sowas passiert. Und ja, jetzt muss ich es sauber machen, das kotzt mich an. Aber man muss es machen. Gut, weiter geht's. Die Platten geklebt, ist hart geworden. Jetzt habe ich mir was Spachtelmasse angemacht. Und den Eckschoner auf der Rolle nehme ich mir. Ja, sind schon zugeschnitten. Stehen hier für Leibung und Sturz. Und dann tun ich das Ganze ein bisschen Spachtel. Ne? Und noch schön verlaufen. Der Roller hat ein bisschen raffiniert. Da sieht man mich besser. Ne? Jetzt habe ich hin, kann man das sehen, da ein bisschen. Ein Abdecktuch habe ich mal genommen. Das ist letztens voll abgefuckt. Meine Frau hat gesagt, ich mache zwar sauber, aber die Frau fuckt das auch ab, wenn ich sauber machen muss, immer nach mir. Deswegen jetzt habe ich ein bisschen abgedeckt und Feierabend. Da passt das Ganze. So. Die Eckschoner auf der Rolle, die zieht man lang, dann haben die zwei Seiten. Seht mal, eine, sagen wir mal, eine Innenkante und eine Außenkante. Dann werden die geknickt. Zweimal. Und dann hast du einen Eckschoner. Einfach nur geil. Ja? Hast du bei auf der Rolle keine Reste, wenn du, was weiß ich, 40 cm abschneidest, 3,40 m, passt. Auf der Rolle sind, glaube ich, 33 Meter drauf. Einfach nur geil. Ich passe mich jetzt hier nur der Wand an. Weil das habe ich ja alles in Waage geklebt, ne? Und so. Und dann muss ich einfach nur so machen. Hier bündig, da bündig, hier bündig, da bündig und fertig. Habe ich erklärt, wie gesagt, einfach nur so gucken und so gucken, weil die Fläche, die Wand ist gerade, die Leibung ist gerade, muss nicht viel machen. Ich könnte nochmal mit der Wasserwaage nachkontrollieren. Thema durch. Ne? Ich muss jetzt oben noch im Kinderzimmer noch die drei Schienen setzen, spachtel ich das vor und dann lege ich hier in den Bereich, lege ich dieses Glasfaser. Hier kennt jeder, ne? Diese Rolle ein. Um später Risse zu vermeiden. Gleich in Ruhe trocknen. Und dann kann ich das nächste Woche streichen, wenn das alles durch ist. Und dann tun wir das Striche, die ganze Küche. Hier im Innenbereich, der wird auch grau. Dann mache ich nochmal bei mir die Spachteltechnik, Dispersionsfarbe spachteln. Meine Frau und ich, wir finden das schön, machen wir und fertig. Vielleicht mache ich was mit Schablon oder einfach nur 0815.
aber in Grau, in Grau. Ne, habe ich schon mal gemacht, habe ich mal gezeigt, mal quasi den Anfang und fast fertige Bilder. Vielleicht zeige ich da mal die komplette Wand, wie ich die mache. Ne? Wenn er Bock hat, guckt da rein. Wenn er keinen Bock hat, guckt weg. So, ich muss wieder warten. Und so sieht das aus, wenn er fertig ist. Ne? Gipskartonplatten geklebt, Eckschoner drauf, gespachtelt, gestrichen. Feierabend. Ja gut, die anderen Sachen habe ich halt nicht gezeigt, dass ich da eine Fensterbank gemacht habe, gefliest und gefugt. Ja, aber so halt merkt man das, wenn man eine Leibe kaputt hat, innen drin, wäre eine Möglichkeit von 2, 3, 4, 5 verschiedenen Möglichkeiten mit Trockenbau Leibungen zu erstellen und fertig. Gut, das Striche brauche ich schon die Zitze, wie man Striche legt. Ne? Also, bis dann, bis zum nächsten Video. I've been living